Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Eine glückliche Ehe besteht darin, sich zu verzeihen, sich gegenseitig geheiratet zu haben. Was sagt ihr dazu, meine Delfine? Wie nennst du deine Community, Delfine? Wäre ich ein Glücksbärchen, dann hätte ich einen Mittelfinger auf dem Bauch. Ich wünschte, ich hätte einen Euro für jedes Mal, dass ich wünschte, ich hätte einen Euro. Schlechte Umzugshelfer sind einfach nicht tragfähig. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir früher aufstehen, dann hätte er dieses Früher sicher später gemacht. Ich liebe dieses Grün, sogar mehr als Blau und Gelb zusammen. Es heißt übrigens Internet und nicht Interblöd. Dank meiner neuen 200-Euro-Laufschuhe werde ich in Zukunft noch schneller zwischen Bett und Couch unterwegs sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen lese ich die Packungsbeilage und sterbe anschließend den hypochondrischen Paniktod. Adjektiv aktiviert Adverbkräfte. Ich habe geträumt, dass mein Kaffeeautomat kaputt wäre und bin ohne jeglichen Lebenswillen aufgewacht. Vor dem Spiegel belastendes Material entdeckt. Es ist eine Wampe. Google Plus wurde abgeschaltet, außer die Server in Großbritannien, da ist man sich noch nicht ganz sicher. Wenn man stirbt, dann geht einem das ganze Leben nochmal am Arsch vorbei. Also ich kriege ja Menschen viel lieber ins Herz als in den Arsch. Als Pantomime würde ich ein Problem darstellen. Ich auch. Wenn Bossein wirklich harte Arbeit wäre, dann gäbe es Bossereien, an die man es outsourcen könnte. Kann man einen Wasserkocher als Fritteuse benutzen, wenn man einfach Öl statt Wasser reinmacht? Als pünktlicher Mensch steht man sehr viel Lebenszeit rum und wartet. Was machen eigentlich nicht rauchende Anti-Alkoholiker mit ihrem ganzen Millionen? Europa! Die Plattform ist geil, aber scheiße konfiguriert. Warum heißen Apple-Ladekabel eigentlich nicht Apfelsaft? Ein Flyer mit der Aufschrift Papiersparen im Briefkasten gehabt. Ironischer wird es heute nicht mehr. Opel hat auch nur eine Heckscheibenheizung, damit die Finger beim Schieben nicht frieren. Kaum öffne ich die Augen, bin ich müde. Wie so ein Naturtalent. Falls du mal wieder nicht einschlafen kannst, kann Alexa jetzt auch Großraumbüro-Hintergrundgeräusche. Alexa, erzähl du mal einen Witz. Fragt ein Spaziergänger den Angler und beißen die Fische? Nein, sie können sie ruhig streicheln. Ich habe gerade die neuen Nachbarn kennengelernt und weiß jetzt, wo ich zuletzt klingeln werde, wenn es hier mal brennt. Für die Arbeit in der Türfabrik war ich überqualifiziert. Ich habe bereits am ersten Tag den Rahmen gesprengt. Like und abonnier, YouTuber! Like und abonnier, YouTuber!